Ja, grüß dich, Thomas hier aus dem Wildpark. Hör mal, ich wollte dir absagen, wegen der Corona-Maßnahme haben wir hier keine Kinder im Park. Ach, du willst trotzdem kommen? Wegen der Tiere? Ja, Mensch, das finde ich stark. Ja, guten Flug, dann sehen wir uns ja nachher, ne? Ja, tschüss denn. Ja, klasse. Wir kommen trotzdem. Das finde ich gut. Die Tiere im Wildpark Müden hatten in den letzten Wochen wenig zu gucken. Denn Besucher dürfen wegen Corona nicht in den Park. Dafür kommen sie heute aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Grüß dich. Fühl dich gedrückt. Schön, dass du hier bist. Ja, Mensch, die Tiere wollen ja auch was haben, nicht wahr? Ich bin doch mal los. Wo sind sie denn alle? Hallo, frohe Weihnachten euch! Der Weihnachtsmann kommt jedes Jahr hierher, um die kleinen Besucher zu beschenken. In diesem Jahr ist alles einsam und verlassen. Doch auch ohne Kinder warten hier jede Menge Fans. Ho, ho, ho! Hallo! Na, wer bist du denn? Kann denn einer von euch ein Gedicht aufsagen? Hm? Frohe Weihnachten euch! Nicht so stürmisch, ist für jeden genug da. Der Besuch bringt nicht nur Futter, sondern auch Abwechslung in den einsamen Corona-Alltag der Tiere. Also hier bei den Ziegen hat man wirklich das Gefühl, dass denen das ein bisschen fehlt, dass jeden Tag Kinder hier drin sind. Denn da ist dann Wirbel, das passt gut dazu, dann ist das hier quirlig, da werden die gestreichelt, da werden die beschäftigt. Deswegen wollen sie ihn gar nicht gehen lassen. Doch es gibt noch andere Tiere zu beglücken. Bei diesem prominenten Besuch hält es sogar die Waschbärenbande nicht mehr in der Höhle. Obwohl die Truppe zu dieser Jahreszeit eigentlich auf der faulen Haut liegt. Die halten normalerweise eine Winterruhe und hocken letztendlich in ihrer warmen Butze mit zwei, drei aufeinander und hoffen, dass der Winter bald vorbei ist. Die machen das Beste, was man im Moment tun kann, nämlich einfach schlafen, nichts tun und sie aus dem Weg gehen. Ho, ho, ho! Und für dich ein Haps, für dich ein Haps. Oh, du bist aber eine dicke Sau. Ein echter Weihnachtsmann scheut selbst die Bescherung im Wildschweingehege nicht. Denn ihn liebt einfach jedes Tier. Das ist auch nicht zur Nachahmung gedacht. Und so ein Wildschwein im Wald gesehen, lieber in die andere Richtung gehen. Na, ihr könntet aber auch gut meinen Schlitten ziehen, wa? Nicht nur der Weihnachtsmann tut hier Gutes. Auch Bingo hat den Wildpark schon gefördert. Denn Umweltbildung gehört hier selbst Weihnachten zum Programm. Die Elche gehen ins Wasser, die fressen auch Wasserpflanzen, die waten, also alles bis zum Bauch. So ein bisschen schwimmen, naja, aber die haben so lange Beine, die kommen prima durchs Wasser. Auch für den Weihnachtsmann selbst war dieser Einsatz eine echte Abwechslung zum Alltag und entspannter als sonst. Die perfekte Einstimmung auf seinen Großeinsatz in 4 Tagen. Und ich mache mich jetzt wieder auf die Reise, bin ja auch sehr tierlieb mit meinem Rentierschlitten. Und dann geht's dann wieder weiter.